Und herzlich willkommen und ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Also ihr seht, ich stehe auf meiner Stadtmauer und also die wurde auch übrigens ein bisschen erweitert, das können wir uns gleich noch kurz angucken. Aber was habe ich euch direkt mitgebracht? Also ihr seht hier, ist eine Menge entstanden nach dem letzten Video von der, also Garnison sowieso, aber ich meine jetzt von einem Weberei-Video. Die Weberei ist übrigens dieses Gebäude hier vorne. Ja, da. Das will man mal mit dem Arm. Mit dem Fadenkreuz ist da. Ja, das ist die Weberei. Und ja, die Stadtmauer habe ich ein bisschen erweitert. Und zwar bis nach da hinten. Ja, sieht man schon gar nicht mehr. Ja, ihr seht, wir haben hier wirklich eine Menge Gebäude. Welches dieser Gebäude schauen wir uns das überhaupt eigentlich an? Ja, das ist sowohl das auffälligste Gebäude hier. Das ist nämlich das hier hinten. Ja, mit einem Turm, das sind zwei kleine Türmchen da vorne. Das ist auch ein bisschen auffälliger und da würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt gerade mal hin. Ich werde jetzt erstmal kurz hier runterhüpfen. So. So, und dann werden wir jetzt gerade mal hinlaufen. So. Zu den ganzen Gebäuden hier rechts und links und so, da werden wir irgendwann auch noch kommen. Die sind noch nicht alle eingerichtet und dann, ja, genau. So. So, hier ist dann die, also das Gebäude. Jetzt fragen sich bestimmt einige, die den Titel nicht ganz gelesen haben. was ist das hier? Das ist eine Alchemie-Akademie oder eine Alchemie-Schule, aber Alchemie-Akademie klingt ein bisschen schöner. Und zwar ist das eigentlich ein in sich abgeschlossenes Gebäude. Also wir sehen hier, wir haben hier viele, also eine Mauer und haben hier dann das Gebäude selbst. Also in der Akademie hier wird halt, einem beigebracht, wie man, ja, genau Tränke braut, wie man seine Tränke verbessern kann und so weiter und so weiter. Warum diese Mauer? Man überlegt, hier werden ja auch Gifte hergestellt und alles und wenn man überlegt, dass hier Leute einfach reingehen könnten, so. Lalala, wir gehen mal kurz rein und klauen uns die Gifte und bringen damit die Frau meines Freundes, meines Verwandten um. Ja, das ist nicht sehr schön. Kann man schön sagen, ich sag mal schön. Deswegen ist das ja auch eine Mauer und außerdem wollen die auch nicht gestört werden. Und wenn da jeder Lackaffe oder da rein spazieren könnte, wäre das nicht sehr, auch nicht schön. Ich sag einfach mal schön. Gut. Ich habe jetzt ein paar Mal rundherum geflogen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen rein. Wir landen hier vorne. Zack. So, dann öffne mal hier die Tür. Ich schnapp mir mal, das müsste ich mal vorher machen. Ich schnapp mir mal ganz kurz hier noch ein Schwert, damit ich hier nichts kaputt hauen kann. So, zack, zack. Gut. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem Äußerlichen. Wir haben hier einen Brunnen, ja. Weil wer Minecraft kennt oder wer ein bisschen länger Minecraft spielt, der weiß, dass man fürs Brauen auch Wasser braucht, sogar ziemlich viel Wasser. Ja, wir haben hier Kräuter, also eine Menge Kräuter. Man sieht hier, wir haben ziemlich viele Pflanzen, die draußen stehen. Und hier auch überall Kräuter, weil die Akademie hier, die tut die meisten Zutaten halt wirklich aus ihrem eigenen Anbau holen, das spart erstens Geld und auch Arbeit. Also na gut, Arbeit macht es hier schon, wenn man das Ganze hier noch anpflanzen muss, aber die Leute, die das halt machen, die machen das ja auch mit viel Spaß. Also denen macht das ja viel Spaß, ihr Hobby, und von daher, denke ich mal, geht das schon. Na, wie YouTube. YouTube ist ja auch ein Hobby, macht mir aber viel Spaß. Also ist viel Arbeit, ist ein Hobby und macht mir deshalb aber auch viel Spaß. Ja, also, ne? Gut. Das wäre vom äußerlichen Wesen, also das ist eigentlich nur dieser Innenhof hier mit einem paar Bäume, sogar drei Stück müssen es sein, ja, da ist noch einer. Wenn wir hier noch um die Ecke laufen, hier, schwupp, hier wachsen sogar Ranken den Turm ein bisschen hoch. Ja, hier geht es dann auch die Mauer zu Ende und man kann hier eigentlich auch nicht raus, wenn man so, man ist hier drin ziemlich sicher. Gut. Ja, dann gehen wir einfach mal rein. Ja, hier sogar einen kleinen Überhang nochmal. Ja, gehen wir mal hier rein, so zwei. So, wir haben hier erstmal eine Sitzbank. Eine Sitzecke und hier, sich die Tür schon noch, jetzt wird der Manuskript verraten. Hier ist dann so eine Rüstung halt als Dekorationszweck. Die haben halt auch etwas Geld, die Alchemie-Schule. Verkauft halt auch Tränke in allerlei Ländereien hier und ja, auch an das König, also Fürstentümer und das Königreich und was weiß ich alles. Und da verdient man schon eine Menge Geld, wenn man Tränke, ne? Also, ja, wenn man gute Tränke machen kann, dann verdient man mit Geld. So, die Türen öffnen sich und wir gehen mal hier rein. Hier ist im Endeffekt nur der Flur. Wir können ja die Tür mal hinten hier zu machen. So. Hier ist der Flur. Hier liegt ein Teppich auf dem Boden, auch nur eine Rüstung und hier noch ein Bild. Ansonsten ist hier nicht viel. Viele, viele Türen. Die Tür hier, das ist eigentlich, wenn ich die Wand nach oben zugebaut hätte, wollte man jetzt volle Karacho hier durch. Dann hier ist aber nur ein Schrank. Habe hier sogar Falltüren oben hingemacht, sodass die Kiste nicht in der Luft schwebt. Das kann ich nämlich irgendwie nicht leiden. Es hat nur so eine kleine Garderobe.
Ja. Ja, wie gesagt, nur eine kleine Garderobe. Wo gehen wir denn zuerst rein? Ich würde mal sagen, wir gehen zuerst in die Küche. Ja, hier ist die Küche. Hier oben haben wir den Kuchen rumstehen. Hier sind noch ein paar Kräuter, diesmal zum Kochen, obwohl man die auch wahrscheinlich auch zum. Wir können ja alles in den Braustand schmeißen, die Leute hier. Eine Kiste zum Aufbewahren von vielerlei Dingen. Hier in der Ecke steht sogar ein Schinken. Und ja, hier oben haben wir noch ein paar Kochutensilien. Was sieht man hier eigentlich? Das ist eine Pfanne, dann haben wir hier so einen Kochtopf, dann ist hier so ein Schöpflevel, ein Sieb und ein Nudelholz. Ne? Kennt ihr das eigentlich? Das ist ein Nudelholz. Take it and hold it off a cup of a beklopped person that gives you a better Gefühl than vorher. Das war mal so ein Spruch auf so einem komischen Dings, aber Dings, egal. Hier haben wir dann den Essbereich. Ein paar Bilder hängen hier an den Wänden. Wir haben hier ein paar Tischdecken drüber hängen. Also diese weißen Klötze sind Tischdecken hier, ne? Eine Kerze, ein paar Blümlein oben drauf. Hier steht ein Kuchen. Hier drüben steht Käse. Ne? Ja, ist eigentlich ganz schick hier. Hier würde ich am liebsten bleiben, aber ich will euch ja noch den Rest zeigen. Deswegen müssen wir mal kurz raus. So, zack. Gut, nächste Haltestelle wäre hier. Was haben wir hier? Hier ist eigentlich die Brauecke. Hier wird auch Englisch gelehrt. Hier haben wir sogar einen Brauplan. Ja, was sieht man hier? Wir haben hier eine Wasserflasche. Milchwasser plus Zucker ergibt Trank der Schnelligkeit. Trank der Schnelligkeit plus fermentiertes Spinnenauge gibt Trank der Langsamkeit plus ja, heißt Schwarzpulver gibt werfbare Trank der Langsamkeit. Das ist und so ein kleiner Plan, wo man dann sehen kann, ne, was man zusammen mixen muss, damit es Wasser gibt. Ja, gut. Wir haben einen Braustein, damit man es auch gleich ausprobieren kann. Und die Rezepte können natürlich immer ausgetauscht werden, weil das sind ja nur so Item-Frames. Ne? Gut. Hier haben wir die ganzen anderen Ecken immer mit Wasser. Hier, manchmal ist kein Wasser mehr drin. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin. Hier haben wir noch Wasser drin. Hier ist auch noch Wasser drin. Immer eine Kiste zum Aufbewahren von Zutaten. Ja, hier zum Beispiel sind Lohnrouten drin. Ja, hier ist der Dachstuhl. Heißt das Dachstuhl? Was haben wir? Das, doch, das Fässer eigentlich vom unteren? Ja, genau. Das war von unten war es das. Jetzt gehen wir hier rein. Das ist der kleine Turm, den ihr von außen gesehen habt. Das hier ist der untere Teil vom großen Turm. Der ist hier offen. Ja. Das sieht man ja noch. Gehen wir hier mal zurück. So. Also, das hier ist der kleine Turm. Das ist das Treppenhaus vom ganzen Gebäude. So, dann haben wir hier. Geht noch höher, aber hier haben wir eine Ecke. Das sind zwei Türen. Wir gehen erstmal hier rein. Hier ist das Archiv. Mir fehlt ein Bücherregal. So. Huch. Ja. Hier kann man ein bisschen die Leiter hoch und sich oben, die kann man auch mitnehmen, kannst du woanders hinstellen, hier, wenn man hier oben nicht dran kommt oder so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie weit sich der Minecraft-Mensch strecken kann. Ein Blümlein hier noch ein paar Blümlein und relativ beengt, aber sind halt so die ganzen Rezepte und so aufbewahrt und die Geheimnisse. Deswegen auch noch ein Grund, warum die Mauer da ist, weil, oh, kann man schon rausgucken, die Mauer schützt halt auch vor irgendwelchen Dieben, die Rezepte klauen wollen und es an andere Alchemisten verkaufen wollen. So, dann haben wir hier, ist dann das, das ist auch der große Turm wieder. Sind die Zimmer für die Lehrer. Nur zwei Lehrer, also zwei, die zwei höchsten Lehrer im Endeffekt. Ja, die schlafen hier, haben halt nicht so sehr viel Privatsphäre, aber das ist halt, bei so einer Akademie ist es immer so, so ähnlich wie halt bei so anderen, wenn man halt dann so in der WG wohnt oder so, oder wenn man dann irgendwie, ne, also zusammen auf einem Raum, dann hat man halt, es ist halt wie in so einer richtigen Schule auch, da muss halt Platz gespart werden und dann ist es halt so, ne? Also nicht, dass jetzt jeder in der richtigen Schule jetzt zusammen in einem Zimmer schläft. Jetzt, ich glaube, manche wissen, was ich meine, dass man, es gibt ja, ja immer so studiert oder so, ne? Ja, genau. So, hier schlafen dann die Schüler, immer jeweils sechs Schüler in einem Raum. Ja, die tun hier schlafen. Haben hier ein paar Sachen zum Unterbringen von Dingen und haben hier einen Ofen, der heizt hier drin auch das, den Raum, damit die nachts nicht frieren müssen. Hier kann man schön auf die Straße gucken. Nee, Marktplatz. Oder was heißt Marktplatz? Eigentlich nur so ein Dekoplatz, egal. Hier draußen steht auch nochmal ein Ofen. Der ist gerade aus, daher erhitzt hier drin alles. Die Lehrer haben leider keinen Ofen, die müssen frieren. Huch! Okay, das passiert mir nicht nochmal. Ja, hier haben wir nochmal sechs Betten, also insgesamt 12 Schüler, die hier untergebracht werden können. Auch ein Ofen, der geht rüber bis zum anderen. Und ja, läuft dann so in einem Schornstein zusammen. Und unten übrigens kommt auch von unten
auch der Schornstein. Also hier unten drunter ist auch der Schornstein von der Küche. Also es läuft alles in einem zusammen. Ja, hier noch eine Ecke mit so ein paar Sachen halt. Und hier ist sogar ein Briefbeschwerer. Der tut halt hier die Briefe ein bisschen, dass die nicht wegfliegen können und so, ne? Ja. Ja, gut, das wäre eigentlich jetzt gewesen. Nur mal weiter. Da waren wir schon drin, hoppsala. Hier wieder hoch, dann gehen wir hier hoch und also das oberste Stockwerk gehört im Endeffekt dem Hochalchemisten, ne? Also so hoch, oberstes Stockwerk oben, ne? So Hochalchemisten. Nicht lustig? Nein, okay. Also wirklich nicht lustig? Okay, dann machen wir weiter. Ja, hier ist ein bisschen staubig, hier steht ein bisschen Kram rum, aber hier ist dann noch das Zimmer vom Hochalchemisten. Bisschen dunkel hier drin, aber ja, hier noch ein Fenster und ein ziemlich bequemes Bett, möchte ich gerade mal anmerken. Putzfimmel hat er jetzt keinen, würde ich mal behaupten, aber viele, viele Bücher. Sehr belesener Mann. Auch eine Ecke mit einem Braustand. Wer sich übrigens wundert, warum unter den Braustätten immer hier das aus Ziegelsteinen ist, das hat folgenden Grund, weil das ist ja, bitte erhitzt das Ganze hier, ja. Braustand. Und, wenn sowas erhitzt wird, kann es passieren, dass das anfängt zu brennen. Und deswegen sind unten immer diese Steintische, die können nicht anfangen zu brennen. Ne? Sehr schlau, ne? Ja, ja. Und hier ist dann auch der persönliche Studien, das persönliche Studienzimmer des Hochalchemisten. In dem Turm hier, der geht noch nach oben, hat ja oben eine Kronleuchte drin. Ja. Hier sind seine Privatrezepte und wenn er was ausprobieren will. Also der kümmert sich aber nicht so sehr um die Pflanzen hier, wie man sich, nee, der kümmert sich nicht so gut um die Pflanzen wie die anderen. So. Ja, das wäre es jetzt eigentlich auch fast schon gewesen, glaube ich. Wir können mal hier die Abkürzung nehmen. Ja. Wenn ich jetzt mal so drüber, also wenn manche jetzt drüber nachdenken, dann so, ja, wer kocht hier und wer macht das Ganze? Also das teilen die sich hier im Endeffekt alle. Weil die tun ja, also wenn wir mal manche Schüler kochen, manche Lehrer kochen, wie auch immer, wir und so weiter. Gut, jetzt zeige ich euch nochmal von außen ungefähr, wo was ist. Hier oben ist das Zimmer vom Hochalchemisten, weil es oben ist. Es ist immer noch nicht lustig, ich weiß. Also der Hochalchemist, der oben im Zimmer. Es ist nicht lustig, ich weiß, es ist nicht lustig, aber ich mache so gerne unlustige Witze. Okay. Ja, der Hochalchemist, der tut halt auch die Alchemie leiten, ja, die Akademie leiten. Also ähnlich wie so ein Erzmagier bei so einer Magieschule. Ja, hier haben wir dann den Abstellraum vorm Zimmer. Hier ist dann das persönliche Studienzimmer vom Hochalchemisten, hier weit oben. Okay. Immer noch nicht lustig, okay. Hier unten ist dann der Brauraum für die Schüler. Ja, mit dem Rezept hinten. Hier ist der Flur. Ja, der Flur. Der erste Flur. Hier oben ist das Archiv drin. Hier ist der Flur für die Zimmer für die Schüler. Hier unten ist das Esszimmer. Ja. Unten ist auch nochmal das Esszimmer. Das ganze untere Bereich hier. Hier ist die Küche. Ja, und hier oben sind noch die Zimmer für die Schüler. So, ich denke mal, dass das vom Aufbau her des Gebäudes jetzt ungefähr so ein bisschen weitergeholfen hat. Ja, wir stellen uns mal kurz hier oben drauf. Wir hoffen, dass wir so eine Krähe kommen, landen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so noch für Bauideen habt sogar vielleicht. Dann auch, ob ihr in diese Schule gehen würdet, interessiert ihr euch für Alchemie? So RPG-Dings würde mich auch mal interessieren, ob ihr so Alchemie immer gerne macht. Ich mache das eigentlich nicht so gerne, weil das immer so lange dauert. Und, egal. Und ja, unten in der Videobeschreibung seht ihr noch viele, viele andere Kanäle, die auch Herbst seine Videos hochladen. Da wäre der Blockel, der Hadrian und der Balthasar, der Gründer von Herbstlande. Ja, sowie auch die Musik, also die Musiker, die hier die Musik von meinen Videos, die da so, denen die gehört, ne, ja, sind auch unten verlinkt und die Titel, sowie der Macher, steht auch immer unten links hier im Video, also steht dann zum Beispiel bla 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 von dem bla bla bla, ja, gut, ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und, ja, sagt ciao.